Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Suikoden 3. Liebe Leute, ihr seht, dass wir hier unverändert immer noch rumstehen, verglichen mit dem Part Ende beim letzten Mal. Und es gab diese Deer Antlers tatsächlich in Duck Village. Allerdings haben die über 5300 gekostet, was ich sehr, sehr teuer finde. Ich habe jetzt kurzfristig überlegt, dass wir das so machen, dass ich erstmal in den anderen Städten gucke, ob wir das dort vielleicht irgendwie günstiger bekommen. Und bevor ich das Kapitel abschließe, also wenn das überhaupt für mich erkennbar sein wird, wenn der Kapitelabschluss naht, dann werde ich nochmal nach Duck Village gehen und das Geld dafür in die Hand nehmen. Aber boah, ich weiß nicht, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ob ich diesen Preis dafür gezahlt hätte. Andererseits kriegen wir dafür halt einen Charakter, wenn wir das einmal mitnehmen. Vielleicht wollte der aber auch mehrere davon haben, der Scott. Ich weiß es nicht. Schwierig. Jetzt gucken wir erstmal, wer der Dude hier ist. Excuse me, what are you doing? Trainieren augenscheinlich. Kenji! It's exercise. Are you getting enough exercise? Exercise? Noch nie gehört, Thomas? That's right. How about letting me help you work out? No way. Alright, mach mal. Hey, you've got potential. Kommt jetzt ein Minispiel. Alright, here we go. Stretch your arms wide. Mach mal, Thomas. Vielleicht kannst du danach auch Leitern besteigen. Da hast du dich ja beim letzten Mal sehr gesträubt dagegen. Well, feels good working up a sweat, huh? This isn't exercise. Doch. What? This isn't enough exercise for you? Alright then. Hear me out for a second. I want water. Ich nehme mal das erste. Stop. I need to ask you something. Ich will, dass er zu uns kommt. Come on, straighten up. What? Ich glaube, der hört dir nicht zu. Alright, here we go. Stretch your arms wide. Hätte man doch das mit dem Water nehmen müssen? Sonst dreht man sich hier vielleicht im Kreis. So scheint es zumindest. This isn't enough exercise for you. I want water. Water? Water? There's no water here. You can have some if you go to Budahook Castle. That's it. Join my group. Budahook Castle is our castle, so... You're pooped already. I've got just the thing to get you in tip-top shape when we get to Budahook Castle. We can start by running there. Get your feet moving. Don't fall behind. Okay. Oh, wow, ey. Zum Personal Trainer bräuchte ich auch mal. Mir wird's wahrscheinlich ergehen wie Thomas. Meine Fitness hat die letzten Jahre leider sehr gelitten. Oh Gott. Wie der voll in sich zusammensackt. Nicht, dass Kit gleich aus der Folge, aus der letzten Folge hier vorbeikommt und wieder ein Criminal Case daraus macht. Okay, cool. Dann haben wir hier quasi auf den letzten Schritten noch jemanden für uns gewinnen können. Sehr interessant. Vor allen Dingen, wie sich da alle jetzt auch im Einzelnen einbringen werden. Ne? Ich habe ja beim letzten Mal schon so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Also eigentlich müsste da jetzt schon gut was los sein. Das sind jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Leute haben wir bisher geholt? 10 oder so? Wenn die sich alle auf das große Gelände verteilen, dann wirst du davon wahrscheinlich noch nicht so viel merken. Aber das sind ja auch alles keine Standard-Villagers, sondern Leute, die halt irgendwie speziell aussehen. Deswegen freue ich mich gleich sehr auf diesen Besuch. Ich will hier nochmal gucken, um wegen den Deer Antlers zu schauen. In der Hoffnung, dass man die hier vielleicht günstiger erwerben kann. Jetzt habe ich nur leider wieder das Problem. Obwohl, warte. Ich war noch nicht bei den richtigen Gebäuden. Dass ich nicht weiß, ob man hier überhaupt Handelsware findet. Nee. Nee, das sieht schlecht aus. Oh nee, wirklich jetzt? Hier ist Appraisen, hier ist Schmied, links ist Itemladen und Inn. Oh, schade, ey. Das wäre jetzt nochmal so meine große Hoffnung gewesen. Hier oben stand übrigens, das habe ich in der Nachbearbeitung von einer Weile auch nochmal so ein bisschen deutlicher registriert, sage ich mal. Hier oben stand einer mit, auch mit Eigennamen.
der hier nämlich. Der hat aber nie Forderungen gestellt oder so, ne? Gordon hatten wir hier auch im Laden. Keine Ahnung, nee, das ist nicht der. Warte mal, oh Gott, ich wusste nicht mehr, dass das mit so viel Laufwegen jetzt hier verbunden ist. Hier, Bars, den meine ich. Look at those fields to the east, beautiful, proud of those fields, I glow better than anyone's, ja. Okay. Da rechts steht auch jemand, die sieht auffällig aus, ist sie aber wahrscheinlich nicht. Ich fange jetzt hier schon voll an zu halluzinieren. Schon wieder so ein bisschen das Suikoden-Syndrom. Die ist auf jeden Fall Standard. Und die zwei, standen die hier schon immer zu zweit? Keine Ahnung. So, wir gehen wieder zurück. Ist das eine Lauferei, ey. Ich meine, dass wir nicht teleportieren können, ist das eine, aber irgendwie so per Knopfdruck einfach wieder zurück auf die Weltkarte wäre halt auch schon mal ein Anfang, ne? Ich finde es doof, dass da Lake Castle steht. Ich finde, da sollte Budehook in dicken, fetten Lettern zu sehen sein. Wir sind zu Hause. Wer noch? So, warte mal, erstmal einen Überblick verschaffen. Oh, hier laufen jetzt zwei Leute rum. This castle is pretty run down, isn't it? Ey, ey, ey. Wir sind noch ganz am Anfang. Ey, warte mal, das war aber auch neu hier, oder? This castle appeals to me somehow. I've decided to try living here. I might even start some kind of a business. Aber guck mal, man merkt den Unterschied schon. Oh, hier wird gebaut! Oh mein Gott, hier wird gebaut! Das hier ist gerade so der für mich aufbauendste Unterschied zu vorher. Voll gut. Und hier ist eine neue Bude. Oh! Hier hat jemand eine neue Hütte aufgemacht. Ich glaube, das ist Jean. Saxon and the Six Clans are battling again. There was fighting on the plains recently. It's so horrible. Das ist ganz, ganz schlimm, was du gerade gesagt hast. Aber ich freue mich gerade trotzdem sehr über den Fortschritt, den ich hier sehe. Deswegen kann ich dem nicht so die Bedeutung beimessen, die es eigentlich verdient. Es tut mir leid. Da ist sie. Was habe ich denn hier für eine Dunkelkammer entdeckt? Da gibt es auf jeden Fall nichts einzusammeln. Hehe, welcome. Ja, danke. Geil. Kann ich jetzt alles im Budehook abwickeln. Einkaufen kann ich auch. Ey, das wäre geil. Ich hoffe, dass die Trading-Items hier auch irgendwo bald mal zur Verfügung stehen. So, aber warte mal. Der wichtigste Gang wird jetzt sowieso erstmal der zum Inn sein. Weil ich dort ja sehen werde, wen ich überhaupt ins Team holen kann. Da bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt. Aber erstmal gucken, was wir hier sonst noch so für Unterschiede haben. Hier ist die Lotterie. Hier sehe ich ansonsten keinen. Ich gucke noch mal kurz bei Piccolo vorbei. Ich habe jetzt nicht vor, hier Geld dazulassen, aber vielleicht steht ja hier irgendwer. Ach, Piccolo ist auch gar nicht da. Wahrscheinlich, weil... Oh. Ach so. Hä? Fortune Telling... Ich wette, wenn du den nicht im Team hast, dann sitzt der hier halt ganz normal, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Und bei Cecile genau das Gleiche. Die bewacht halt gerade den Eingangsbereich nicht, weil sie mit uns am Reisen ist. Oh, going to buy a ticket? Nö. Nee. Martha, ich finde dich auf jeden Fall auf deine eigene Art und Weise cool, aber Geld werde ich nie dalassen und aus Mitleid sowieso nicht. Ich glaube, das möchte sie aber auch nicht. So, Leute, gleich wird es interessant. Oha. Oha, hier sitzen Leute. Wie mich das mit Freude erfüllt. Das hatte ich, glaube ich, in der Form in den anderen Suikodens nicht in der Ausprägung. I never knew there was a castle in a place like this. It might be nice to spend a night or two here. Keine Ahnung, ob wir sie schon kennen. This castle sure is a dump. Das hat sie... Doch, ich glaube, die beiden sind nicht neu. Ich glaube, die sind nicht neu. Aber die Tristheit dieses Ortes, als man hier anfing, die war halt so greifbar irgendwie. Ich weiß nicht, ich freue mich über jeden, der hier rumturnt. Just an ordinary duck doing illicit sightseeing. Das ist auch alt, okay. So, dann gucken wir mal, was der Sebastian uns jetzt hier anbietet. Vielleicht gibt es auch gar keine neuen Charaktere zum Kämpfen. Organize Party. Oh Gott, Kenshi. Ich sehe Kenshi schon mal. Wir werden auf jeden Fall mindestens eine weitere Person mit dazu kriegen. Und das feiere ich. Er ist aber auch der Einzige. Ja, alle anderen sind schon Teil des Teams. Okay, ich werde die aber ein bisschen anders durchmischen gleich. Ich werde zum Beispiel... Wir machen das jetzt mal ganz anders. Kann ich hier auch tauschen?
Order? Order? Achso, jetzt kann ich aussuchen, mit wem Thomas tauscht. Oder wie darf ich das verstehen? Ich möchte, dass Thomas sich hinter Cecile versteckt. Weil ich habe aktuell... Ich muss meine Leute neu durchmischen, weil ich auch gerade gar keine Combo-Angriffe habe, die ich ein bisschen vermisse. Deswegen wird hier definitiv nicht so bleiben, wie es ist. So, Juan kommt in die Gruppe von Mel. Einmal hierhin. Und Kenji wird sich schützend vor Piccolo stellen. Before we fight, let's do a warm-up. Was hat denn der überhaupt für ein Level? Wo sehe ich das? Ach, der ist Level 18. Okay, der hinkt noch ein bisschen hinterher. Der hat aber eine deutlich höhere Defensive als Piccolo. Der hat auch eine höhere Defensive als Juan. Und ja, der ist ein bisschen hinter Cecile. Aber ich glaube, wenn wir den ein bisschen leveln, dann wird das schon. Ich habe da ein gutes Bauchgefühl bei ihm. So, kann ich bei den Support-Charakteren noch irgendwie was wechseln? Nee, ich kann ihn nur entfernen. Das war jetzt aber eigentlich nicht meine Intention. Ach doch, hier unten, warte. Patchfinder, Healing und Rune Sage. Aber wie läuft das dann ab, wenn die nur in der Support-Funktion sind? Kommen die dann random um die Ecke und heilen? Oder kann ich das dann aus dem Menü explizit auswählen? Tutor. Schade, dass ich hier nicht mehr anzeigen lassen kann, was das alles bringt. Discount wird mir wahrscheinlich einen Einkaufsrabatt geben. Oder es wird bedeuten... Ja, Einkaufsrabatt geben. Oder ich bekomme... Aber das wäre dann kein Discount beim Verkaufen, mehr Geld raus. Treasure Hunt. Trade-in. Also vor einem Großeinkauf wäre es auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll, gerade bei den hochpreisigen Sachen Martha mit reinzunehmen. Ich finde Healing aber auch ganz interessant. Ich weiß auch nicht, wie sich Rune Sage äußert im Kampf. Aber Patchfinder, habe ich gerade Patchfinder gesagt? O und A auseinanderzuhalten mit meiner leichten Sehschwäche hier ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, ich behalte das erstmal noch mit bei. Solange ich Geld brauche, ist das meine erste Wahl. So. Ich will jetzt noch mal kurz, keine Sorge, es ist hier, kommt gleich wieder. Ich will nur noch mal gucken. Ich hätte gedacht, dass da 2, 3 neue Leute mit uns in den Kampf ziehen. Aber tatsächlich habe ich hier nur die 6. Aber wenigstens haben wir jetzt hier alle Slots einmal voll. Und ich bin sehr gespannt, ob ich durch diese Konstellation nochmal Combo-Attacks mit dazu bekomme. Das wäre schön. Meistens können ja nur Leute Combos zusammen einsetzen, die auch irgendwie so eine persönliche Bindung zueinander haben. Aber ich weiß nicht, Juan und Piccolo zum Beispiel, die kennen sich ja. Warum passiert da nichts? Hello, sure is peaceful, isn't it? Big difference between here. Ich glaube, das kennen wir aber alles. Ich glaube, die Standard-Villagers, die sind gar nicht so wichtig und interessant, sondern eher das Gucken, wo sich die Leute aufhalten, die wir jetzt neu für die Stadt gewinnen konnten, mit Eigennamen und so. Hier könnte die Kati vielleicht sein. Die Kati mit ihren Pferden. Ich wusste, dass wir sie hier antreffen. Ja, das ist der einzig denkbare Ort, wo die Pferdchen so ein bisschen Platz haben. Das mit der Statue hat er uns letztes Mal auch schon erzählt. Hello. Hey, let's go feel the wind blowing. How tough do you want it? Was? Was? Some obstacles? Pferderennen oder was? Was ist das denn jetzt? Oh no. Oh no. Mein Rebirth-Trauma ist wieder da. Explanation, please. Race 3 times around the ranch. Top scores win a prize. Use the R1-Button to jump over obstacles along your way. Operating instructions. Right analog stick, stop, go. Left analog stick, turn, left, right. R1-Button, jump. Alternate controls. X-Button, stop, go. Hä? Directional Button, Turn, Left, Right, R1, Button, Jump. Ich mache einfach mal Ranking. Aha. So, Game Start. Jawohl. Was ist das denn für ein Pferd?
Das kannst du doch nicht Pferd nennen. Der hat ein Horn auf seiner Schnauze, aber nicht auf seiner Stirn. Ich denke, wenn ich nach vorne drücke, dann... Hä? Okay, das ist genau andersrum. Der mit dem rechten Analogstick gebe ich Gas. Okay, das ist mir alles zu hoch. Ey, wenn ich nicht mit dem linken Analogstick Gas geben soll, dann... Aber es gibt auch keine... Obwohl doch, es gibt unterschiedliche Beschleunigungsstufen. Ich müsste halt rechts und links einmal drehen, dann würde ich hiermit auch zurechtkommen. Ey, der springt ja voll niedrig nur. Okay. Okay, also wenn man die engeren Kurven nimmt, dann hast du natürlich eine deutlich bessere Zeit. Das ist aber eigentlich voll easy, wenn man einmal den Dreh raus hat. Also gut, die Strecke geht auch die ganze Zeit nur im Kreis. Ich glaube, ich muss das gleich nochmal machen, weil ich den Anfang so verkackt habe. Ja, und ich wette, dann renne ich in die ganzen... Ja, dann wird mir nämlich genau das passieren. Hier in der Runde ist das aber nicht schlimm. Die Frage ist nur, was kriegt man da für Belohnung raus? Bringt das überhaupt irgendwas? Ich muss sagen, die Steuerung ist erstaunlich smooth. Ich hätte mir das irgendwie ein bisschen hölzerner vorgestellt, muss ich sagen. Aber so eine kleine Übersicht, und da muss ich dann Rebirth an der Stelle mal loben, so eine kleine Übersicht, was es hier an Belohnungen gibt, wäre schon ganz motivierend, ne? So, ich mache jetzt nochmal. Ich versuche jetzt einmal eine gute Zeit hier rauszuarbeiten. Dann gucken wir, ob wir vielleicht ein paar freundliche, warme Worte kriegen. Und dann, ja, kümmere ich mich wieder um anderen Kram. Ich meine, ich habe ja nicht mal die allerleichteste Strecke genommen, weil hier ein paar Obstacles noch mit drin sind. Aber sie hat das auch gar nicht kommentiert, die letzte Leistung. Deswegen habe ich gerade irgendwie das Gefühl, als würde uns das hier gar nichts bringen. Aber cool wäre, wenn wir damit in den großen Plains irgendwann auch mal rumreiten könnten. Das würde immens Zeit einsparen. Das gibt mir so richtig schöne Epona-Vibes hier. Okay. Boah, ich bin noch kein einziges Mal in so eine Kiste rein. Ich will, dass das auch so bleibt. Ich setze mich gerade schon wieder selber unter Druck. Das klappt immer alles ganz gut, wenn ich weiß, es geht um nichts. Aber hier kann ich das gerade noch nicht einschätzen. Aber ich würde es mir... durchaus zutrauen, auch mit anderen Strecken und höheren Schwierigkeitsgraden. Okay, Best Time 52,6. Ach, der hat das... Ah, was auch immer das ist. Hexdoll S. Du kriegst also doch irgendwas. Aber geht's auch noch besser? Ich exite mal. Das ist alles sehr intransparent hier. Kati, sag doch was. Nee, Kati spricht einfach nicht mit uns. Die sagt einfach, mach mal und lass dich überraschen, ob es dafür was gibt oder nicht. Das ist nicht so meine präferierte Motivationsart. Antikfigurin. Das heißt doch aber, das ist nur zum Verkaufen, oder? Oder hat das noch einen anderen Verwendungszweck? Ich weiß nicht. Und vor allen Dingen kriegt man das mehrere Male oder ist das so ein einmaliges Ding? Ich werde jetzt einmal noch mal gucken, ob wir was kriegen. Also das ganz Schwere mache ich nicht, aber ich würde jetzt einmal die drei Runden hier noch mal rumrennen ohne Obstacles. Weil, wenn wir jetzt hier auch was kriegen, dann wirst du wahrscheinlich mit vielen Obstacles dann auch was kriegen. Wenn es hier allerdings nichts gibt, dann brauche ich mir auch das wahrscheinlich Schwerste von den drei nicht zu geben. Steht hier irgendwo auf der rechten Seite? Doch, Best Time 1,30. Kann es sein, dass man die schlagen muss? Ich meine, hier kannst du gar nicht so viel machen, außer die Kurven möglichst eng zu nehmen und aufzupassen, dass du nicht irgendwo randitschst. Ich bin jetzt mal ein bisschen auf der saferen Spur und nehme jetzt nicht den allerinnersten Ring quasi, weil ich nicht, mich hier nicht irgendwo verkeilen will. Aber das reicht ja locker. Also wenn man nur diese Best-Time da schlagen muss, da sind wir ja jetzt deutlich drunter. Das schafft man ja hier locker in unter einer Minute. Ja, und dann bin ich gleich gespannt. Und ich meine, vielleicht habe ich da voll das, vielleicht bin ich jetzt voll reich mit diesem Ding, was sie uns da gegeben hat. Best-Time ist auf jeden Fall unterboten. Oh, wie geil! Oh mein Gott, wie geil ist das! Ey, Leute, wir haben über 5000 Tacken gespart. Sorry, dass ich so rumschreie. Ich bin gerade schon voll weg von meinem Mikrofon. Das ist die geilste Belohnung, die es hätte geben können. Ey, ohne Witz.
Ist das gut, ey? Boah, Pferderennen, ich liebe dir. Bitte mehr solcher Belohnungen. So, jetzt bin ich aber auch noch erpicht darauf, die wahrscheinlich schwerste Variante hier einmal zu probieren. Lots of Obstacles. Diesmal weiß ich auch, an welcher Zeit ich mich orientieren muss. Game start, please. Ey, wir haben einfach Tierendler bekommen, ey. Das ist so mega nice, ey. Das erspart mir dann auch dieses Zurückgelaufe. Ey, ich bin so froh, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Das wäre es ja noch gewesen, ey. Wenn ich da jetzt so viel Zeit noch verbrannt hätte. Boah, das war gerade... Oh, shit, nein. Oh, Negoya, was tust du? Oh, retry. Geil. Es gibt hier einen Retry-Button. Ist auch nicht so selbstverständlich. Warte, diesmal muss ich mich ein bisschen besser konzentrieren. Die sind ja auf jeden... Nein! Oh, jetzt habe ich hier schon wieder... Ja, okay, den Start habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Ey, ich bin wegen diesem Sieg-Item so irritiert. Ja, aber guck mal, wenn du hier außen lang läufst, weiß ich nicht, schafft man das dann nicht trotzdem in der vorgegebenen Zeit? Ich glaube, ich werde hier wieder auf den Safety-First-Trip gehen. Aber guck mal, ich habe für die erste Runde 20 Sekunden gebraucht. Das schafft man locker. Der Zeitansatz ist hier, finde ich, sehr, sehr fair. Von daher, ja. Jetzt haben wir aber wenigstens mal gesehen, wie das aussieht, wenn man in so eine Kiste reinreitet. Man bleibt einfach stehen und überschlägt sich nicht und fällt vom Pferd und rappelt sich wieder auf. Hätte ja auch sein können, dass sie da so eine Animation oder sowas reinbauen. Aber eigentlich alles easy. Ja, ich könnte das sogar wahrscheinlich über die äußeren Linien ablaufen und das würde trotzdem noch reichen. Aber es kann natürlich sein, dass es im Hintergrund für bestimmte Zeiten, die du unterschreitest, die hier vielleicht gar nicht aufgezeigt werden, dass es da vielleicht noch bessere Sachen gibt, ne? Aber ey, dieser Tierendler, Kati, ich mag dich. Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass dieses Minispiel so herrlich unkompliziert ist. Ganze Zeit im Kreis reiten, nur drei Tasten, die du bedienen musst. Das ist, damit kann ich leben. Und auch nicht so zeitlich ausufern, das ist auch schön. Und optional, das ist auch schön. So, den Juan, warte mal, ich guck mal kurz. Ich bring den mal kurz hier ins Gespräch. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier irgendwo X drücke, taucht er auf, genau. Oh, I'm so sleepy, erzähl uns was Neues. Ich habe hier, glaube ich... Wobei, der gute Kenji. Ich habe mir noch gar nicht angeguckt, was der so alles trägt. Aber der ist ja noch neu. Deswegen müssen wir den erstmal ein bisschen verstehen. Aber was hat der denn da? Chanting Volume und Chant Purity? Ist der ein Sänger? So, warte mal. It could be much worse, steht hier. Absolutely average. It could be much worse. Absolutely average. The results are amazing. Okay, das haben wir, glaube ich, so deutlich auch noch nicht gelesen. Warte mal, bevor ich es vergesse, ich gebe dir mal erstmal... Oder? Soll ich dem Holy Dash geben? Hä, warum sind denn... Ach, weil dieses Chanting, das ist ausgegraut, weil das wahrscheinlich zur magischen Sparte gehört, oder? Aber müsste das... Jean dann nicht verbessern können? Der hat Full Moon in seinem Head. In seinem Kopf ist die ganze Zeit Vollmond. Der ist wahrscheinlich so ein verkappter Vampir oder sowas. So, Kenji, warte, ich war hier noch nicht fertig. Ich wollte nämlich noch die Sachen testen, die du schon hast. Accuracy could be much worse. Could be much worse. Results are amazing. Und diese Chant-Dinger, die sind dann wahrscheinlich so sein Steckenpferd. So, Lesson. Ich habe hier aber auch nichts, was den Angriff irgendwie boostet gerade drin, ne? Raises Effect of Jongleur Rune. Helps protect Jongleur Rune Chant from Negation. Was ist das? Warum ist der so auf eine Jongleur Rune ausgerichtet und hat die nicht mal? Ich glaube aber, die haben wir schon mal im Laden gesehen. Das kommt mir irgendwie... Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich baller jetzt trotzdem mal so ein paar andere übliche Verdächtige rein. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, war das klug mit dem Holy Dash? Ich bin mir noch nicht sicher.
Ich will jetzt bei den Sachen, die noch fehlen, gucken. It could be much worse. Absolutely average. Ja, was ist jetzt besser und was ist jetzt schlechter davon? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich bin im Zweifel eher für die Abwehr. Wobei ich diesen Swing-Skill echt gerne mag. Ich bereue gerade ein bisschen, dass ich Holy Dash hier genommen habe. Aber ich würde es wahrscheinlich wieder tun, weil die Beschreibung einfach zu aufbauend war. Was machen wir? Was machen wir? Ich nehme die Armor Protect. Einfach so. Und wenn ein weiterer Slot irgendwann dazukommt, dann können wir ja das mit dem Swing noch nachjustieren. Aber das muss jetzt erstmal so reichen. Hier bekommt er noch einen kleinen Damage Boost direkt hinterher. Und dann bin ich sehr gespannt, wie der sich im Kampf machen wird. So, danke Juan. Don Juan steht zu Diensten, wenn er denn wach ist. Aber viele fehlen hier noch. Also viele haben wir ja hier bisher noch gar nicht gesehen, würde ich sagen. Weil wir auch einige im Team haben, klar. Raimi stand ja immer im Inn. Im Gefängnis. Aber warum sollten die Leute da chillen? Vielleicht auf dem Schiff. Also eigentlich ist dieses Gebiet hier relativ weitläufig. Ich wünschte, man hätte hier irgendwie so eine Karte mit Ausrufezeichen, wenn sich neue Gesprächsoptionen oder sowas ergeben. Das wäre nett. Aber wir sind ja auch nicht so oft hier, um nochmal alles abzulaufen. Ich werde wahrscheinlich wieder relativ lange warten, bis wir viele Leute beisammen haben, bis ich das nächste Mal hier alles nochmal so gründlich ablaufe. Hier brauchen wir ganz dringend irgendwann nochmal einen Barkeeper oder jemanden, der diesen Bereich hier generell mit Leben füllt. So, dann gucken wir mal. Ich bin auch gespannt auf diesen Statuenraum. Hier lief damals auch niemand. Ach, das ist Mio, ist das? Stimmt. Good day, Master Thomas. How are you? If you start feeling the least bit out of sorts, be sure to come in for a check-up, okay? Kann ich jetzt hier mich nicht hochheilen? Also ich meine, klar, ich habe mein eigenes Zimmer, wo ich übernachten kann. Ich hätte nur gedacht, dass sie mir auch aus der Patsche hält. Vielleicht, wenn ich eine Zustandsveränderung habe. Die gehen ja nicht automatisch weg nach einem Kampf. Das könnte eventuell noch so ein guter Anlass sein. Hier wird auf jeden Fall, wenn sich hier mal jemand hinsetzt, wenn das nicht sogar Thomas' Arbeitszimmer eigentlich ist, da muss eine sehr staatsmännische Person hin. Eine mit viel Relevanz hier. So, hier kann ich weiterhin nichts tun. Ey, wir können Scott abholen. Ich darf das nicht vergessen. Ich hoffe nur, dass der eine Deerhändler ihm ausreicht. Ich weiß nicht mehr, ob er in der Mehrzahl gesprochen hat oder ob er nur von einem sprach, aber das werden wir ja dann sehen. Ich hoffe nur, dass das stresst mich deshalb so ein bisschen, weil ich keine Lust habe, den ganzen Weg, und das ist halt nicht gleich um eine Ecke, umsonst dann anzutreten, wisst ihr? Und dann vor Ort festzustellen, kann ich gleich wieder zurücklatschen. Hab mich ein bisschen zu früh gefreut. Hier ist noch nichts. So nach dem Motto. Oh! Das ist jetzt nicht wahr. Ich kann das Ding da einfach aufstellen. Ich hätte es jetzt eiskalt verkauft, wenn das überhaupt geht. Das will ich aber nochmal beim nächsten potenziellen Händler einmal vertesten. Ob man dafür auch Geld kriegt oder ob das ausschließlich zum Platzieren gedacht ist. Oh, guck mal, das kommt sogar auf das große Ding rauf. Das kriegst du hier nicht auf die kleinen. Ich nehme jetzt hier nochmal kurz eine Stichprobe. Nee, da legt er es aber nicht ab. Okay, sehr, sehr krass. Auf jeden Fall einiges, was ich mir jetzt merken muss. Ich hoffe, ich behalte mir das noch bei, wenn ich den nächsten Händler dann erreiche. Ich weiß auch nicht mal, wo man überhaupt alles verkaufen kann. Bei Juan hätte ich das nicht gekonnt. Bei Jean bin ich mir gerade nicht sicher, ob da eine Sell-Option war und ob man da überhaupt alles auch verkaufen kann oder nur bestimmte Warengruppen. Stand der Tisch hier immer schon so? Ich habe das Gefühl, dass das hier ein bisschen aufgeräumter ist als bei meinem letzten Besuch, aber ich will hier auch keine Verschwörungstheorien aufstellen. So, wir resten und saven mal. Beides mal eben erledigt. So, was hatten wir hier noch auf der gegenüberliegenden Seite? Ach, da war gar nichts mehr. Hä? Die zwei Türen gehörten zu mir. Ja, hier war der
Podestraum oder war der links? Ach, keine Ahnung. Ich hoffe, ich bin jetzt aber überall drin gewesen. Hey, Arthur. Hello, you make my job so easy. Thanks. More interesting articles to read this time. Also, Arthur und Kit müssten doch eigentlich richtig gut miteinander harmonieren. Was ist das denn? Ach, das ist bestimmt auf seinem Mist gewachsen, weil er die Artikel hier verfasst, ne? Thomas Fane's Eating Cecile's Food. A Born Sweet Lover's Tragedy. Recently, Master Thomas fainted after eating a lunch made by Cecile. It was revealed that Thomas, who was working hard, received a homemade lunch from Cecile and fainted suddenly after eating meatballs. Cecile was shocked at what happened, and when she tried to go up to the castle roof, was stopped by a resident. Afterwards, the tragedy was resolved because it turned out that Cecile's lunch was extremely hot, and she hadn't known that Thomas likes very sweet food. You'd better know the tastes of the person you make lunch for. Okay. Aber dass Cecile für ihn überhaupt kocht? Weiß ich nicht. Ja, die ist ja sehr universell unterwegs, muss man ja einfach mal so sagen, weil ich dachte, sie hat die Hauptverantwortung dafür, die Stadt zu beschützen. Und weiß ich, das überrascht mich jetzt ein bisschen, aber man lernt nie aus. Oder das ist nicht offiziell ihr Job und sie macht das einfach so als freundschaftlichen Dienst. Wo ist Eike? Was soll das? Warum habe ich den so lange hier nicht mehr gesehen? Wo chillt er denn die ganze Zeit? Hier auf jeden Fall nicht. Sie heißt Ernie. Das weiß ich noch. Oh, you're studying, aren't you? Wie cool ist das? Oh mein Gott, sie ist diejenige, die hier meine... Oh mein Gott, wie cool. Die hier diese Charaktere pusht. Ja, geil. Das, ich bin sehr froh, dass du da bist, Ernie. Das, wird hier noch gut funktionieren mit uns, denke ich. Ich muss mir das halt nur merken. Es sind halt so viele Elemente, wo du so, weiß ich nicht, Upgrade-Zeugs und sowas alles hast und wer wofür wann wie zuständig ist. Ich komme da manchmal noch ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, Ernie kann ich mir gut merken. Die sieht halt auch schon aus wie so eine Zaubermaus. Aber macht das nicht auch Jean? Vielleicht habe ich ja auch mehrere Leute, die gleiche Begabung und das gleiche Handwerk mitbringen. Kein Plan. So, bevor wir dann in den Untergrund gehen, sage ich mal, gucken wir noch mal kurz hier. Ah, da ist jemand. All by myself, this room is kind of lonely. Ja, dann füll es mit Leben. Denk dir irgendwas aus, stell Blumen hin, entferne die Spinnenweben und hauch ihm neues Leben ein. Ich weiß nicht mal, wer der Typ überhaupt war, aber naja, wir haben ja hier irgendwie sowieso Tag der offenen Tür. So lange, bis die Basis irgendwann überfallen wird und das Geheul wieder groß ist, aber noch scheint ja alles friedlich zu sein. So, oh, hier habe ich schon wieder Angst, mich zu verlaufen. In diesem ganzen Prison-Areal. Mal gucken. Ich suche immer noch jemanden, bei dem ich was verkaufen kann. Nee, hier kann ich nur Zeug einlagern. Das bringt mich auch nicht weiter. Steht hier vielleicht noch irgendwer rum? Nope. So, dann gucken wir mal auf dem Schiff. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir hier jemanden vorfinden würden, weil wir, glaube ich, bisher noch niemanden eingesammelt haben, der so thematisch hier hinpassen würde. Scott würde ich ja allerdings sehen. Das wird ja wahrscheinlich der nächste Charakter sein, den wir neu mit ranholen. Bei dem könnte ich mir vorstellen, dass er draußen auf dem Deck dann Ausschau hält und anzutreffen ist und alles und überhaupt. Was ist das denn für eine Tür? Achso, eine, die man nicht betreten kann. Lang ist's her, seit wir das letzte Mal hier waren. Aber ich muss das jetzt hier einmal durchziehen. Oh, hier ging's auch rein, okay. Weil sich hier viele Möglichkeiten ergeben. Aber das ist schon alles sehr viel Lauferei. Also wenn es bis zum Schluss so bleibt, dass du so weite Wege zurücklegen musst, um zum Beispiel Ernie zu erreichen, dann ist das einfach ein massiver Zeitfresser. Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, du hast ja von jedem Job, den du brauchst, sage ich mal, hast du ja mehrere im Spiel verteilt und auch in fast jeder Stadt von allem etwas. Aber
So bequem per Liste, kurz hinporten. Wenn ich einen Wunsch hätte, das würde mir so viel Spielkomfort hier erhöhen und das würde die Parts hier auch so viel kompakter machen. Weil ich kann nicht jedes Mal, wenn ich alles ablaufe, und das wird hier noch oft passieren in dem Let's Play, kann ich ja nicht alles rausschneiden. Dann sitze ich ja pro Part hier 3 Stunden und schneide den Großteil weg. Das kann ja nur auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. I can't open it, okay. So, ich hoffe, ich hatte jetzt hier oben alles. Kann sein, dass ich jetzt hier den einen oder anderen Raum auslasse. Okay, das ist ja mal interessant. Der hat sich hier unten eingerichtet. Und das sah ein bisschen so aus, als würde er uns irgendeine Dienstleistung anbieten, finde ich. Der hat sich da nämlich so einen kleinen Stand aufgebaut. Aber mit was genau handelt er? Vielleicht mit Gerüchten? Könnte das sein? Vielleicht hat er aber auch Sidequests für uns? Hier ist noch alles leer. Hallo, hallo. Ho, ho, an investigation. I'm your man. I'll show you what a full investigation really means. Was? Hey, is it a case? Who am I going to investigate? Kostet mich das was? Da unten rechts wird Cash ein... Oh, hier! Eike, warum taucht denn der in dieser Liste? Achso, ich kann hier noch weiter, ich kann hier noch umblättern. Okay, aber Eike hat kein Level. Den nehme ich als allererstes aus Gründen. Achso, das kostet 100. Machen wir. Yes. Okay, Investigation starts. Stand da, glaube ich, zu spät gesehen. Hä? Und weg ist er. Okay. Okay. Was genau muss jetzt passieren, damit er wieder auftaucht? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wo komme ich hier raus? Ich glaube, ich bin wieder draußen, ja. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, um zu gucken, ob das jetzt ausreicht, dass er wieder zurück ist. Nee. Vielleicht müsste man einmal übernachten oder es muss einfach Ingame-Zeit ins Land streichen. Das könnte natürlich auch sein. So, der Aufzug funktioniert nicht. Hatten wir hier noch irgendwas? Nee. Alles klar. Ey, cool, dass ich den noch gefunden habe. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Also, ich meine, solche Orte, oder was heißt Orte, solche Charaktere, die sowas anbieten, machen es dann natürlich auch ein bisschen attraktiver, dann immer wieder die Umrundung neu zu starten, ne? Weil wenn ich das nächste Mal da langlaufe, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit schon ein Ergebnis vorliegen. Und ja, die Charaktere besser kennenlernen ist immer gut. Ich wollte genau noch nach einem Händler suchen. Warte mal, ich muss noch kurz gucken, ob ich bei Martha... Oh. Was ist denn jetzt los? Ey, bitte kein Kapitelabschluss. Ich habe noch Dinge zu tun. There sure are a lot more people here now. Yes, there are, but I feel like we're forgetting something. I think we made all of the payments, so what could we have forgotten? Ah, I'm too tired to think. I'm going to bed early today. Du warst gerade schlafen. Yes, it's been very busy lately. You have to be careful not to get sick or anything. Yes, you're right. Thanks for your concern. Nein, kein Kapitelabschluss. Nein, nein, nein. Ich wollte meine Belohnung noch auf das Podest darstellen. Ich wollte noch so viel machen. Ich wollte noch in die Hauptstadt. Ich wollte noch Scott holen. Thomas! Thomas! Okay, wir dürfen weiterspielen. Das ist schon mal gut. Thomas, hey Thomas! Oh oh, nichts Gutes in ihrem Gesicht abzulesen. What's going on, Cecile? Do you know how early it is? Oh, als Master sagt man sowas nicht. Well, I just remembered. Remembered what? Vor allem, er kennt sie ja ganz gut. Er weiß ja, dass sie nicht wegen irgendwas um die Ecke kommt. I have to show you. Come on. Jetzt guckt sie aber wieder freundlich. Okay. Vielleicht nehme ich das nochmal zurück, was ich gerade gesagt habe, weil vielleicht nervt sie öfter mal zu früher Stunde, ohne dass es eine Rechtfertigung dafür gibt. Aber aktuell will ich das noch nicht glauben. So, what's going on? Well, I kind of thought something was strange. I've been too busy to give it much thought, to be honest with you. Worum geht's denn? Me too. I didn't notice at all. What do you mean? It's... Ah, ich wusste es. Das war so auffällig, dass mit dem irgendwas nicht stimmt.
It's Ike, don't you see? We haven't seen him in weeks. We started talking about it and none of us have seen him. Ey, wisst ihr, was krass wäre? Ich habe ja Kit gerade weggeschickt, um Infos über Ike in Erfahrung zu bringen. Stellt euch mal vor, die hätten das so programmiert, dass wenn du den zu Ike schickst in der Phase des Spiels, dann stirbt Kit einfach. Und du findest den irgendwann blutend in irgendeiner Ecke. Ike, you mean from the library? Yes. Come to think of it, I only saw him on that first day we met. Has he gone missing? Missing or worse, where could he have gone? All right, I'll go and see if I can find him. You all carry on with your work. We'd really appreciate that, Thomas. Okay, okay, wir sind ja auch nicht alleine. Wir haben ja unser Team hoffentlich noch bei uns. Okay, ich habe nichts gesagt, wir sind alleine. Ich habe nichts habe ich gesagt. Ihr habt nur ein komisches Fiepen im Ohr gehabt. So, warte mal, was war denn jetzt mein eigentlicher Plan? Das hat mich jetzt hier komplett rausgerissen. Weißt du irgendwas über Ike? Nee. Gibt's hier ein Update? Da frage ich mich eh, wann man hier irgendwas Neues zu lesen bekommt. Ich hoffe, man erkennt das auch so ein bisschen. Ich werde sowieso jedes Mal, wenn ich hier bin, mit Arthur einmal sprechen, aber... Okay, so, warte mal. Ich muss jetzt meinen ursprünglichen Plan erstmal verfolgen, weil Ike werden wir doch bestimmt nicht hier in der Stadt finden, oder? So ein ganz kleiner Hint, wo man jetzt genau nach ihm suchen soll, wäre eigentlich schon ganz nett gewesen. Ich wollte jetzt aber erstmal wegen dem Verkaufen hier einmal gucken. Going to buy a ticket. So, ich kann hier nichts verkaufen. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht und nicht gut. Auch wenn beides eigentlich das gleiche ist. Kann ich bei dir verkaufen? Ich will ja eigentlich nur gucken, ey, jetzt habe ich hier nirgendwo einen Händler, bei dem ich mein Zeug verkaufen kann. Ich will nur gucken, bevor ich das Teil abstelle, wie viel das wert ist, wisst ihr? Habe ich irgendjemanden vergessen? Hier passiert wieder was. But where could Ike have gone? There are so many places in this castle that I don't know about. Ja, aber vielleicht ist er nicht mehr im Schloss. And there are doors that won't even open. Oh, da kommt jemand. Angetapst. Shizu. Oder Shizu. Excuse me, you must be Thomas, the master of the castle. Yes, that's right. Who might you be? I'm sorry for my delay. I am Shizu, the elevator girl. Ooh! Who trained under Adlai, the great inventor of the south. I received a request to repair the elevator here, and that's why I have come. Gerade noch darüber gesprochen. Also, oder drüber nachgedacht. Nice to meet you. If you have a moment, could you please show me where it is? I'll be happy to walk you there. Vielleicht können wir über den Elevator Zugang in die Räumlichkeiten bekommen, wo sich Ike versteckt hat oder so. What's this? This door actually opens? Entschuldigung. Apparently so. Apparently someone called her for repairs. Wer auch immer das war. I did that, although it was very difficult to get in touch with her. Gut gemacht, Sebastian. So will it work again? Yes, not to worry. It will be working tomorrow. I'll finish it tonight. Really? I can't wait. Ich finde das voll cool. Ich finde das voll cool, dass diesen Job eine Frau macht. Weil normalerweise würde man, wenn man wirklich in Klischees denkt, davon ausgehen, dass hier irgend so ein bulliger, kräftiger Handwerker-Typ um die Ecke kommt und hier kommt einfach so eine zierliche Lady und kennt sich da voll gut aus. Ich feiere das. Die sieht aber schon aus wie so eine Maid. Die erinnert mich ein bisschen an Sharon aus Cold Steel. It's quite an old one you have. I'd like to stay here for some time and maintain this elevator for you. Shizu has joined the 108 stars. Cool. Of course, if you like, we would appreciate that. Ich brauche jetzt aber noch einen Händler, bei dem ich verkaufen kann. Kann es wirklich sein, dass ich sowas hier noch nicht habe? Mann, ich stelle das Ding jetzt einfach aufs Podest. Ich würde es wahrscheinlich eh nicht verkaufen, egal was man mir für einen Preis anbieten würde. Es ist halt nur die pure Neugierde. Your patience is appreciated. It's almost ready. Oder kann ich das irgendwo so im Menü auch sehen? Das zeigt er mir aber, glaube ich, nicht an, oder? Nee, das hätte ich ja, wäre mir ja vorher auch schon aufgefallen, glaube ich, wenn da irgendwie ein Preis abgebildet wäre. Oder ich schleppe das erstmal mit mir rum.
bis ich dann einen Händler habe. Ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Shop, der hier aufgebaut wird, direkt neben dem Rune Sage, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht die Möglichkeit bestehen wird, wenn das hier irgendwann mal fertig ist, kann ich mir hier angucken, um was für ein Bauprojekt es sich handelt? Nee, das sieht man leider nicht. So, war ich bei ihr überhaupt gerade schon drin und habe mir das angeguckt? Ich bin doch durch die Cutscene unterbrochen worden, oder? Nee, ich bin hier drin gewesen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Nee, okay. Dann... Warte mal, eins nach dem anderen. Ich wollte jetzt nämlich auch, weil Shizu sich angeschlossen hat, auch gleich mal gucken, weil sie wird bestimmt eine Supporterin sein, was wir für einen Effekt durch sie haben. Aber ich will auch das Teil hier erstmal oben platzieren. Hieß es nicht mal, dass irgendwas passiert, wenn man da was draufstellt? Ich erinnere mich so ganz vage. Hast du mir das nicht sogar mal erzählt? If you set a statue on the middle pedestal, it immediately vanishes. They say ghosts take it. I'm not making this up. Try it and see. Na, das wäre ja richtig kacke, wenn jetzt das Ding hier einfach verschwindet und ich davon nichts habe. Das ist ja wirklich eine Statue. Krass. Okay, und wer ist das? Ich lasse das jetzt mal einfach so. Ich könnte es auch removen. Ich habe gerade voll Paranoia, dass das beim nächsten Mal verschwindet und ich jetzt hier voll den Fehler gemacht habe. They say ghosts take it. Vielleicht spenden wir irgendwas damit an die Geister und die sind uns später dankbar. Und dann kriegst du das als Belohnung doppelt und dreifach wieder zurück. Oder irgendwann schließt sich ein Geistcharakter an, der sich freut, dass so viel von uns kommt oder so. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, ey. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, der nächste Rundgang, der wird dann doch nicht einfach nur zäh und langwierig. Ich glaube, das wird aufgrund einiger Leute, die sich hier inzwischen so tummeln, wird das doch ganz interesting werden. So, jetzt gucke ich hier nochmal kurz hier bei Organized Party. Ob wir jetzt hier irgendwas... Achso, ich muss ja sowieso meine ganzen Leute neu aufstellen. Jetzt habe ich voll meine Aufstellung vom letzten Mal vergessen. So, warte mal, was war denn hier Phase? Ich glaube, hier war Mel. Hier hatte ich, glaube... Nein. Hier wollte ich einmal Juan hinpacken, hinter der Stärksten quasi, weil er nur am Abpennen ist. So, hier hatten wir Kenji. Hinter Kenji hatten wir Piccolo. Ich glaube, das war die Reihenfolge. So, und den Thomas, den müssen wir... Order. Den müssen wir einmal hier nach unten schieben. Genau, einmal dahin. Ich verstehe nicht, warum das hier resettet werden muss. Vor allen Dingen nicht mal den Support-Charakter hat man jetzt hier irgendwie abgespeichert. Okay, also Shizu konnte man jetzt hier nicht auswählen, wie schon vermutet. Ach, hier ist sie aber auch nicht. Nee, hier ist sie auch nicht. Vielleicht muss sie erstmal die Dings hier reparieren, um dann später zur Auswahl zu stehen. Healing Appraisal. Oh, das ist alles so interessant, aber ich brauche Kohle. Kohle. Deswegen muss Sebastian jetzt hier einfach mal reinbrettern. Ich glaube, den sollten wir, wenn hier irgendwann mal Ruhe einkehrt, so eine kleine Gehaltserhöhung geben. Ich glaube, der ist echt ein fleißiges Bienchen bei der Menge an Dingen, um die er sich hier kümmert. Ich glaube, das ist auch nicht immer so leicht für den. So, bin ich damit dann gut vorbereitet? Ich habe auch noch kein einziges Mal bei Kenji geguckt, was er überhaupt trägt. Bandana, Turtle Tunica, Belt of Strength, das ist schon mal ganz gut. Equip, Party Items. Boah, ich weiß nicht, ich gebe dir mal Throat Drops. Da haben wir wieder ein bisschen Platz. Und ja, ich glaube, so können wir dann starten. Ich habe ja ansonsten an Ausrüstung und sowas alles habe ich ja noch nichts. Das wäre eigentlich das, was wir als nächstes hier brauchen. Und das wird vielleicht auch kommen. Ich hoffe nur, dass das kein allzu schwer zu kriegender Charakter ist. Also so ein Händler-Typ. Also hier labern zwar alle davon, dass sie hier irgendwas aufmachen wollen, aber so einen klassischen Händler, kann auch ein Item-Händler sein von mir aus, der fehlt hier noch. So...
Was machen wir als nächstes? Wir werden uns auf jeden Fall Scott holen. Und das erfordert, dass wir wieder in Richtung Süden zurückkehren. Ich hoffe, ich habe jetzt im Budehook nichts ausgelassen, was man noch großartig zur Vereinfachung hätte erledigen können. Aber ich bin sehr zufrieden, wohin sich das entwickelt. Ich bin auch sehr zufrieden mit unserer Gruppe. Ich freue mich auch, dass wir jetzt mit Kenji, auch wenn der irgendwie so vom visuellen Bild so gar nicht reinpasst, dass wir jetzt hier einen neuen haben. Der hinkt, wie gesagt, mit dem Level auch ein bisschen hinterher. Also, wenn der jetzt noch nicht die Power hat, die die anderen Charaktere haben, dann ist das nicht sein Verschulden. Aber ich glaube, er ist auch kein Charakter, mit dem ich langfristig spielen werde, weil der so mit seinem Fokus auf diese Chanting-Sachen... Ja, toll, es geht hier diese Vergiftungskacke wieder los. Warum bin ich eigentlich nicht geflohen? Wie machen wir voll wenig Schaden? Hat Mel nicht eigentlich viel mehr Damage ausgeteilt seinerzeit bei den Spinnen? Lass mich mal kurz überlegen, irgendwas wollte ich machen. Dazu gehörte einmal sein Toxin zu entfernen. Ich könnte natürlich auch zurückgehen und übernachten, aber ich habe jetzt keinen Bock nochmal den Rückwärtsgang einzulegen. Was ich gerade ein bisschen komisch fand, ist, dass Kenji und Thomas so nach vorne geprescht sind. Aber das Thema hatte ich ja schon mal. Dass Thomas, den ich eigentlich im Hintergrund halten will, dass der ständig irgendwie in die Gegnermeute reinrennt. Ich guck mal, wie es beim nächsten Kampf aussieht und tausche dann eventuell wieder den Platz von Cecile und von ihm. So, ich gucke jetzt auch mal kurz, ob wir hier Kombos haben. Hier noch nicht, hier leider auch nicht. Oh, hier ist aber irgendwas. Ja, die beiden, ne? Best Effort. Thomas becomes unbalanced. Das haben wir aber schon das ein oder andere Mal gesehen. Das brauche ich nicht unbedingt. Also nicht in diesem Kampf. Ich weiß aber nicht mehr, wie stark das damals war. Oh nee, der haut daneben. Okay, das muss ich mir merken, aber der weicht auch gut aus. Also Treffsicherheit könnte eine mögliche Option sein, wenn ich das nächste Mal wieder Punkte verteilen muss. Ob ich mir das allerdings gemerkt kriege, keine Ahnung. Ich werde jetzt die Kämpfe mal rausschneiden, weil mein Ziel ist schon, dass wir heute noch Scotty Boy zusammen abgeholt kriegen. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass durch die letzten hinzugekommenen Charaktere sich vielleicht wieder andere auch anschließen würden. Aber ich würde jetzt nur, weil die Eventualität besteht, nicht nochmal alles neu ablaufen. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne Hinweise geben, aber seid nicht traurig, wenn ich das nicht mehr umsetzen kann, weil ich in der Vorproduktion schon zu weit bin. Das gehört leider dazu. Für mich ist das aber nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe auch gar nicht den Anspruch, hier irgendwas zu vervollständigen. Ich bin da ganz, ganz tiefenentspannt. Und das Gute ist, wir müssen hier nicht mal durch das ganze Schloss laufen, denn hier stand er, glaube ich, irgendwo. Genau da. Hello, hello. Einmal Daumen drücken, dass die Antler ihm reichen. Dear Antlers, nice. Good work. I'll buy them from you. How much were they? 2000 posh? Is that all? I'll pay you 2500. Wir haben eigentlich gar nichts dafür bezahlt. Wie kommt ihr dann auf 2000? Oder haben wir ihm das gerade als Antwort gegeben? Ich weiß es nicht. That plus a bit more. Boah. Das ist mir zu risikobehaftet. Wir nehmen das an. Yes, thank you. Aber es hätte bestimmt geklappt, wette ich. Great, this should do it. Come again, come again. Gained? Aber ich will, dass du dich anschließt. Because you traded dear antlers with me, I'll trade news with you. Budehook is renting out space to businesses. Good idea, eh? Bist aber nicht so gut informiert, wenn du nicht weißt, wer hier gerade vor dir steht. Oh, of course, I know that place quite well. You do, really? Tell me where it is. I want my own shop. That would be a perfect location. Let's investigate at once. Warrenheit oder so. After you. Da habe ich doch meinen Händler. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass er ein Händler am Ende des Tages wird. Aber okay, man soll Leute nicht nach ihrem Äußeren beurteilen.
Ich hätte ihn jetzt tatsächlich eher als Schiffsbesatzung gesehen, wahrscheinlich wegen dem Papagei. Ich bin da schon wieder sehr gedanklich in Klischees unterwegs. Aber da haben wir den nächsten. Mann, und jetzt wäre es halt so chillig, wenn du einfach sagen könntest, Teleportation, Budehook, gleich mal gucken. Und was ist? Jetzt darfst du erstmal 10 Minuten wieder zurücklaufen, um zu schauen, wo der seinen Shop eröffnet hat. Also wir werden heute auf jeden Fall in Anbetracht der Zeit nicht wieder weiter nach Westen aufbrechen. Das wird dann die Marschroute fürs nächste Mal sein. Ich laufe heute nochmal ein Stück mit euch zurück, weil mich auch interessiert, was der so verkauft. Wir haben jetzt auch ein bisschen Geld von dem bekommen. Also mein Plan ist, dass wir dann uns in der nächsten Folge, weil ich glaube, heute werde ich den Weg wegen den Kämpfen nicht mehr schaffen, aber dass wir uns nächstes Mal in Budehook wiedersehen, den Laden von Scott auschecken können und ich mich dann auf den Weg mache weiter. Oh nee, warum kommt der denn zum Angreifen? Nee, aber wenigstens wurde er nicht vergiftet. Ich hasse die Spinnen. Ich mache aber auch immer den Fehler, nicht zu flüchten. Außer das eine Mal, wo ich 4 vor der Nase hatte. Ich weiß nicht mehr, ob das diese Folge oder die letzte war. Da habe ich dran gedacht, aber 4 sind ja auch ein bisschen zu krass. So. Okay, Leute, es ist soweit. Wir werden heute mit Scott nicht mehr sprechen, aber ich will zumindest gucken, wo sein Laden jetzt ist. Ob sich meine Theorie bestätigt? Nee, das Ding ist noch nicht fertig. Okay, also wo hat er den jetzt aufgemacht? Das ist jetzt die große Frage. Wir wissen ja auch nicht mal, was das für ein Laden ist. Ich könnte mir eventuell vorstellen, im Prison-Bereich. Weil der wird ja keinen Laden oder machen die auch Läden auf in unserem Anwesen. Also ich meine, das Gefängnis gehört ja auch irgendwie ein bisschen hier. Ach so. Ach, er ist ein Trader. Hier ist noch eine Baustelle. Oh, wie cool. Ich liebe es. Oh, das Schiff da. Das war doch letztes Mal auch noch nicht da. Ich bin gerade voll begeistert. Wie so ein Kleinkind, was zum ersten Mal die große, weite Welt sieht. Aber ich freue mich wirklich hier gerade über diesen Fortschritt. Ich weiß nicht. Das ist so... Ich hätte nicht gedacht, dass hier so schnell so viel Leben reinkommt. Gut, ihr Lieben. Wir werden beim nächsten Mal bei Scott anklopfen. Gucken, was der uns so alles anbietet und alles. Und überhaupt für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.